Willkommen zurück zu einer weiteren fürstlichen Folge Ghost of Tsushima. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz edel mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Fürsten, die das letzte Video mit einer knackigen Bewertung unterstützt haben. Ihr da draußen wollt supporten und etwas Grandioses gewinnen, dann lasst einfach eine Bewertung da, schreibt einen Kommentar und schaut euch unbedingt Folge Nummer 62 an, denn dort bekommt ihr alle Informationen zu der extrem geilen, einzigartigen Collector's Edition. Und wir machen jetzt hier eine sehr, sehr wichtige Mission. Eine sehr, sehr wichtige Mission. 20 Meter. Na, wo muss ich denn hier hin? War die nicht irgendwie immer hier drin? Lady? Wo ist denn hier die Fürstin? Sanyo. Okay, Moment. Ist hier drüben vielleicht Fürstin Sanyo? Oh, hier ist Leder. Edles Leder zu mitnehmen. Oder bist du das? Nee. Cool. Ich glaube, wir müssen nach oben. Ja, die war oben, glaube ich. Da ist sie doch. Die alte Fürstin. Moment, gibt es hier noch Vorräte zu mitnehmen? Ja, natürlich. Und die nehmen wir mit. Die nehmen wir natürlich mit. Möchtet ihr einen Tee? Einen Tee? Nun, ja. Warum nicht? Ich meine, meistens bin ich nur am Metzeln und Morden. Ein Tee könnte nett sein. Ihr wollt etwas trinken. Mit mir. Nein, nicht wirklich. Ich bin nur höflich. Doch ich möchte eure Hilfe. Mir wurde eine Karte gestohlen. Ich brauche sie zurück. Kenji lobt euer Geschick über alle Maßen. Ich begehe keine Untaten für euch, Fürstin Sanjo. Auch wenn Kenji euer Freund ist. Versteht mich richtig. Die Karte zeigt die Standorte der Lebensmittellager. So versorge ich die Menschen in Toyotama. Ich soll also den Dieb finden. Oh, ich weiß, wo er ist. Er versteckt sich in einer Spelunke am Drei-Wege-Quell. Ihr sollt nur die Karte zurückholen. Ich sehe, was ich tun kann. Doch wenn ihr mich belügt... Fürst Sakai, ich bin eine überaus ehrliche Haut. Fragt den Letzten, der meine Aufrichtigkeit in Frage stellte. Sein Kopf liegt jetzt draußen bei den Schmeißfliegen. Als ob ich Angst hätte, ja? Aus der mache ich kurzen Prozess. Okay, die Großzügigkeit. Da bin ich ja mal gespannt. Seid vorsichtig. Viele kennen den Dieb der Karte und wissen, wozu ich bereit bin, um sie zurückzubekommen. Okay, wo finden wir diesen Dieb? Alles klar, in welche Richtung? Wahrscheinlich hier in diese Richtung. Denn hinter uns liegt ja das Meer. Und ich denke mal, La Mer können wir nicht besuchen. Aber auf die Fresse fallen, das können wir. Machen wir eine Schnellreise oder flitzen wir schnell durch? Ich glaube, wir schauen mal. Okay. Ja. Ich denke, hier sind wir gut aufgehoben. Machen wir hier eine schnelle Reise hin. Kenji macht mal wieder Werbung für mich. Also immer, wenn Kenji irgendwie involviert ist, wissen wir, es kann eigentlich nicht sehr gut für uns enden. Denn Kenji bringt nie Glück. Nobu, komm! Nobu, komm! Los, Nobu. Du bist ein braves Pferd, Nobu. Du bist so ein toller Nobu. Du bist so ein ganz, ganz toller. Alle lieben dich, Nobu. Wie jetzt? Du liebst nicht Nobu? Schäm dich. Also ehrlich jetzt. Wie kann man den Gaul nicht lieben? Unverschämt, sowas zu sagen. Wegequell. Doch wo ist die Spelunke? Tja, vielleicht ein Hinterhalt? Suche die Spelunke. Und wo? Okay, das ist schon, ja, doch eine Menge. Spelunko. Okay, da drüben ist irgendwas. Reicht das noch? Ah, könnte sein. Könnte sein, Freunde. Ich würde dich gegen nichts tauschen. Nein, würde ich echt nicht. Also alle, die meinen treuen Nobu nicht mögen, bitte jetzt gehen. Dankeschön. Ich glaube, das hier ist ein bisschen zu weit weg, oder? Schauen wir mal hier auf die Karte. Ja, das ist zu weit weg. Die Spelunke muss irgendwo anders sein. Gut versteckt. Eine geheime Spelunke ist das. Wo dies wohl hinführt. Wie jetzt? Wo? Wie? Wo? Was? Schnell, Nobu! Moment, er hat was gefunden? Eine Spielhöhle. Ach nee, eine Spielhölle. Eine Spielhöhle. Ja, ich keine Ahnung.
Was weiß ich? Es muss ja irgend sowas wie eine Höhle sein. Wo hat ihr eben gerade was entdeckt? Ah, hier drüben. Gut versteckt. Das muss es sein, oder? Das muss die Spelunke sein. Wird verlassen. Hallo? Die Karte gehört mir. Geht weg. Ich bin Jin Sakai. Macht auf. Ja, und ich bin Amaterasu, Göttin der Sonne. Nein! Ich muss anders hineinkommen. Nun, da wir ja hier der Meister sind, es gibt bestimmt irgendeinen Weg hier reinzukommen. Der hat alles zugenagelt. Der Schweinehund. Da drüben ist eine Leiter. Kann ich hier vielleicht irgendwie hochklettern? Moment, von oben? Erstmal gucken. Hier, der Baum. Der Baum, der könnte es sein. Tja, den alten Sack im Ei, den kann niemand aufhalten. Ich komm rein, wenn ich will, Kumpel. So ist es eben nun mal. Der Tod findet immer einen Weg. Ihr müsst Amaterasu sein. Wo ist die Karte? Vergebt mir, mein Herr. Ich habe sie nicht. Ronin haben mich hierzu angestiftet. Ich sollte euch hereinlocken. Eine Falle. Sie wissen, dass euch Fürstin Sanjo schickt. Sie wollen die Karte gegen Geld eintauschen. Samurai, kommt heraus. Ich habe ein Angebot für euch. Bleibt hier. Ja, mein Herr. Ein Angebot? Wie ich höre, sucht ihr nach der Karte von Fürstin Sanjo. Ich könnte sie euch verkaufen, wenn der Preis stimmt. Ich verhandle nicht mit Dieben. Mag sein, aber ihr erledigt Botengänge für sie. Gebt mir sofort die Karte, oder ich hole sie mir. Und man sagt, ihr hättet keinen Sinn für Humor. Ihr seid in der Unterzahl. Ihr wollt die Karte? Bezahlt dafür. Ich frage nicht nochmal. Tötet ihn! Wirklich? Wollt ihr das wirklich? Okay, ihr wollt es wirklich. Ihr wollt es wirklich. Ihr kleinen Ronins. Ey, Heffe! Es war easy. Einer der drei muss die Karte haben. Ja, aber den hier kann ich aus irgendeinem Grund wieder nicht looten. Okay, der hat sie. Hier ist sie. Ich habe einen Fächer bekommen, eine Karte, die als Fächer getarnt ist. Die Karte markiert die Standorte von Lebensmittellagern, mit deren Fürstin Sanjo die Menschen von Toyotama ernährt. Kehrt heim. Hab Dank, mein Herr. Hab Dank, mein Herr. So, hätten wir jetzt wieder zurück zur Fürstin. Flupp. Da mal ganz schnell dahin. Und mal sehen, was sie dazu sagt. Hat sie mich hintergangen? Wusste sie von dieser Falle? Schwierig, schwierig, schwierig. Man weiß es nicht. Man weiß es nicht. Aber den Fürsten Sakai kann man nicht anlügen. Ich habe eure Karte. Ich hoffe, es war nicht zu beschwerlich. Schließlich hungern die Menschen von Toyotama. Und ihr gebt ihnen Nahrung. Nicht wahr, Fürstin Sanjo? Ich sagte doch, dies ist mein Zuhause und mein Volk. Es verhungert. Ich kann und ich werde es ernähren. Dann halte ich mich daraus. Danke, Fürst Sakai. Also irgendwie, ich weiß nicht. Ich mag sie irgendwie nicht. Die ist irgendwie unsympathisch. Keine Ahnung. Aber naja, die Legende wächst und darum geht's. So, wieder hier ein Talisman der Schatten. Ein neues Geschenk. Haben wir eine Folgemission? Gibt es hier Geschenke? Kann man hier... Ich glaube nicht, nee.
Aber hier drüben, hier können wir ganz schnell noch hin. Hier ist nämlich auch noch eine Mission, die wir machen können. Eine kleine, schnelle. Norio! Den habe ich schon lange nicht mehr gesehen. Wir müssen unbedingt endlich rübergehen in Akt Nummer 3. Aber ich denke, das wird jetzt auch demnächst passieren, dass wir hier Akt 2 endlich verlassen dürfen und rübergehen zu Akt Nummer 3. Hey, so eine kleine Schnellreise. Ihr wisst, was passiert ist. Sagt schon! Wir wissen gar nichts! Ich will antworten! Ihr wagt es uns zu drohen? Lädt so lange rum. Okay, was ist hier schon wieder los? Wer droht hier? Wer motzt? Wer meckert? Ernsthaft jetzt, ich sehe niemanden, mit dem ich hier ein bisschen quäkeln kann. Ach, hier oben. Gut, rede. Herr, vielleicht könnt ihr sie zur Vernunft bringen. Sagt mir, worum es hier geht. Mein Herr, ich bin Saburo, ein höchst respektierter Händler in Umugi. Ihr wollt meinen Respekt? Verdient ihn. Warum bedroht ihr diese Menschen? Meine Familie wird vermisst. Und diese Menschen wollen nicht sprechen. Etwas Furchtbares ist passiert. Eure Familie war hier. Ich hatte arrangiert, dass man uns hier wegbringt. Wir sollten uns hier treffen und danach Iki. Das ist unmöglich. Die mongolische Flotte überwacht die See. Ich bezahlte ein paar Schmuggler, um uns hier wegzubringen. Unanständiges Volk. Aber sie halfen vielen Familien seit der Invasion. Meine Frau Aki war verängstigt. Und der kleine Yotaro weinte ständig. Ich musste etwas tun. Nun wird eure Familie vermisst. Genau wie die Schmuggler. Und diese Menschen wissen etwas. Ich werde es herausfinden. Ihr verhaltet euch ruhig. Ja, mein Herr. Aber seid bloß nicht zu milde. Nein, 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 keine Sorge. Milde kenne ich nicht. Heute gibt's keinen Milden. Heute gibt's einen starken, strengen, nach Moschus riechenden, eine richtige Schelle ins Gesicht. Kommt her! Ich muss mit euch reden. Dieser Mann sagt, seine Familie war kürzlich hier. Habt ihr sie gesehen? Gar nicht? Hat jemand von Schmugglern gehört, die sichere Überfahrt von Tsushima versprechen? Mein Herr, ich denke, ich sah sie. Eine Frau und ein kleines Kind mit einem Spielzeug. Wo sind sie hin? Ich habe sie nicht weggehen sehen. So jemanden habe ich nicht gesehen. Ich will es von jedem Einzelnen hören. Alles klar, also irgendwas stimmt hier nicht. Irgendwas ist hier ganz, ganz merkwürdig. Reden wir mal mit ihr hier. Sie könnten hier gewesen sein. Da war ein kleiner Junge, der allein gespielt hat. Ach, und sowas fällt euch jetzt auf einmal ganz spontan plötzlich ein. Ich habe keine Familien gesehen. Mhm. CSI Japan. Den Tätern auf der Spur. Ich bin erst seit gestern hier. Ehrlich. Ah ja, bist du, ja, ja. Er läuft davon. Schnappt ihn. Du. Was mit dem denn? Halt! Ich weiß überhaupt nichts. Bleib stehen oder ich... Verschont mich, mein Herr. Ich muss dich aufschlitzen. Bleib stehen, du Narr. Ich war es nicht. Okay, du lässt mir keine andere Wahl. Moment, ich brauch meinen Bogen. Oh, verdammt, ist der schnell. Oh Gott, ist der schnell. Was hat der denn? Highspeed, ha? Huh? Er hat nur eine Fähigkeit. Rennen. Holy moly. Ich zünd dich mal an. Das ist ein Warnschuss, Kumpel. Das ist nur ein Warnschuss. Jetzt bist du schön durch. Los, rede. Die Schmuggler waren hier. Sie führten Frau und Kind des Händlers weg. Ich bin ihnen gefolgt, wurde aber erwischt. Sie sagten, wenn ich auspacke, dann sterbe ich. Ich verspreche, dazu wird es nicht kommen. Wo haben die Schmuggler sie hingebracht? Nach Westen. Da ist ein Wachturm an der Küste. Ich glaube, da wollten sie ihr Boot treffen. Alles klar, Buddy. Dankeschön für die Info. Also mal wieder jetzt runter zum Strand, ha? Huh? Okay, ich glaube, das können wir mit Nobu machen.
Nobu. Komm her, mein Junge. Der Weg ist Gott sei Dank nicht so ewig weit. So, Bambus noch mitnehmen. Wahrscheinlich bin ich mit Bambus auch beinahe wieder voll. Das geht hier mittlerweile so schnell. Aber es fühlt sich gut an. Es fühlt sich echt verdammt gut an, sehr, sehr reich zu sein. Was ist hier schon wieder los? Oh. Teddybär. Teddybär ist tot. Der Typ ist auch tot. Dosho! Dosho-Mann ist auch tot. Okay. Einmal hier bedient. Oh, ist noch ein Stückchen. Nobu? Huh? Nobu? Warum dauert das so lange, Nobu? Erkläre dich. Er möge sprechen, der alte Gaul. Keine Spur von Saburos Frau und Kind. Und jetzt? Och, nö. Och, nö. Nur die beiden hier? Anscheinend. Nein, da gibt's noch jemand. Alter. What? Gern geschehen, Kumpel. Gern geschehen. Okay, keine Chance gegen uns. Oh, da ist ja noch einer. Alter, ich habe ihn erst gar nicht gesehen. What? Was ist das hier für ein Ultramann? Der Ultra-Ronin. Okay, wo finde ich hier Spuren? Untersuche das Versteck. Warte mal, was haben wir hier drüben? Leinen. Ich glaube, das Versteck ist das da hinten. Oh Mann, diese Stöhnen ab und zu. Aha. 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 Sammeln. Okay, das war hier ihr kleines Versteck. Aber bis jetzt keine Spur. Okay, untersuche das Versteck. Oder gibt es hier noch mehr? Warte mal, hier drüben, glaube ich, kann ich rein. Ich sehe immer noch nichts. Ja, Leute. Echt, hier ist gar nichts. Warte mal, was haben wir denn hier? Kann man da irgendwas Besonderes machen? Ich muss unbedingt mal gucken, dass ich nicht so reinscheiße, was meine Heilung angeht. Wenn du sie mit Hoffnung köderst, dann glauben wir. Warte. Also gut, bringen wir es hinter uns. Tut mir leid. Eure Bootsfahrt fällt. Was tut ihr da? Nehmt einfach unser Geld! Nehmt einfach unser Geld! Ich will euer Geld nicht. Ich will morden. Okay, der war hart unnötig. Na, was geht ab? Ich muss unbedingt mal wieder ein bisschen hier von der schweren Munition mitnehmen. Langbogenmunition wäre mal wieder sehr, sehr geil. Bald seid ihr frei. Ihr habt uns gerettet! Ihr seid jetzt sicher. Ich verstehe das nicht. Sie sagten, da wäre ein Boot für uns. Es gibt keinen Weg von der Insel.
Sie wollten euer Geld stehlen und euch töten. Waren eine Frau und ein kleiner Junge bei euch? Nein! Nur wir! Geht nach Hause. Saburos Familie könnte noch in der Nähe sein. Aber wo? Aber wo könnten die sein? Was hier alles so rumliegt, ne? Mitten im Dreck. Da drüben ist eine Leiche. Eine Frau und ein Junge. Oh nein. Getötet. Oh nein. Ein Spielzeug. Vielleicht erkennt Saburo es wieder. Ey, hier überlebt wirklich niemand. Hier überlebt wirklich niemand. Alter Kumpel, es tut mir so verdammt leid. Es tut mir wirklich so verdammt leid. Also bis jetzt muss ich sagen, ungefähr 80% der Geschichten nehmen ein sehr, sehr tragisches Ende hier in dem Spiel. Was wirklich unglaublich deprimierend ist. Oh, hier drüben ist noch eine Blume. Hier sind überall Leichen. Am Strand findet man nur den Tod, wie es scheint. Wie viele Vorräte haben wir? Gar nicht so viele. Ich dachte, wir hätten mehr. Ich dachte, wir wären schon wieder bei 4000. Aber andererseits, ich habe ja hier die neue Rüstung komplett gepimpt, die wir in der letzten Folge uns besorgt haben. Moment mal. Moment mal. Tötet ihn. Nein, töte mich nicht. Glaub mir, es lohnt sich nicht. Ich habe nichts dabei. Ein paar Vorräte. Aber sonst nicht der Rede wert. Achtung, Nobu. Nobu fällt, ich falle. Alle heulen. Alle sind verkrüppelt. Okay, hier bin ich doch richtig, oder? Ein wohlhabender Mann hat alles. Außer Familie. Denn die ist tot. Ende. Oh Mann, der tut mir echt leid. Er wollte seine Familie nur in Sicherheit bringen. Meine Familie gefunden. Leider ja. Ich fand dies. Das ist Jotaros. Ich verstehe nicht. Die Schmuggler. Sie haben gelogen. Es gab gar kein Boot. Nein. Jeder Inomugi weiß, wer ich bin. Niemand würde... Oh doch. Eure Familie ist tot. Ich habe die Verantwortlichen getötet. Ihr habt sie nicht gerettet. Was für ein Samurai seid ihr? Ihr alle... Ihr habt uns verraten! Ihr wart das! Ihr wart das! Saburo, wir müssen zusammenhalten. Nehmt, was euch an Geld bleibt und helft diesen Menschen, sich zu wehren. Aber zuerst, begrabt eure Familie. Klare Ansage. Tolle Motivationsrede. Na gut, wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Ich glaube, wir haben hier alle Nebenmissionen mitgenommen. Die Legende ist mal wieder ein wenig gewachsen. Na, wir schauen mal ganz kurz. Ja, ich glaube, wir sind hier wirklich gut dabei. So, beim nächsten Mal geht's hier hin. Eine Abrechnung in Blut. Seid also unbedingt mit dabei. Lasst eine Bewertung da. Denkt an das Gewinnspiel. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen und tschüss.